Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Freedom Planet featuring Crash4Defig89, der Runde 3 von der Final Dreadnought Zone. Es wird spannend, wir nähern uns langsam dem Finale. Es ist bald soweit. Es geht langsam in die entscheidende Phase. Boah! Das war aber jetzt echt fies, wie der Laser mich treffen musste. Jetzt verdanke ich mal wieder diese behinderten Kanone da. Na gut. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich lang muss. Ich glaube, in die Richtung ist nicht ganz so verkehrt. Weil die Schlüsselkarte muss jetzt hier verwendet werden. So. Und vor allem muss ich hier auf diese Flammen aufpassen. Ah, ja, ja. Ja. Die Truppen entsenden. Oh nein, diese Kanonen, genau. Wo das so richtig abgeht mit den Laserkanonen. Oh Mann. Schnell direkt da. Ey, nicht die Schwerkraft brechen und dann wenden, rumfahren. Fuck. Die Kanonen kann man auch nicht mehr zerstören. Das ist das Problem. Oder? Doch, doch, die kann man zerstören. Aber ich habe leider wieder zu wenig Energie. Ein, zwei weitere Treffer und es war schon wieder für mich. Ah, da kommen schon die nächsten Kanonen. Fuck. Oh. Wenigstens ein Schild, um mich noch ein bisschen zu schützen. Am besten ignoriere ich ganz gezielt die anderen Kanonen. Ist vielleicht besser... Nein! Fuck! Schnell weg da! Ah. Nee, da hätte ich springen müssen. Das wusste ich ja nicht mehr. Hallo? Oh, nee. Wieso springt die nicht? Ach, nee. Nein! Spring doch, mein Gott. Ich sagte, spring, verdammt doch mal! Ich räume mich am besten diese Dinge aus dem Weg, bevor sie mich noch weiter nerven. Wenn ich wieder das öfter runterfalle, weil das... Okay, jetzt habe ich es endlich mal hinbekommen. So, du verpiss dich auch mal. Okay. Okay, das wäre geschafft. Und jetzt full speed ahead. Man dachte wohl... Alter, nein! Ich meine, schon wieder die Laserkanone umgebracht. Boah. Fuck. Oh nein. Kommt die scheiß Kanone auch noch zum Einsatz und hindert mich daran, anzugreifen. Aber wenigstens fange ich hier wieder an, das ist super. Ah, aber das ist so behindert. Da kann man einfach... Achso, ich bin so ein Idiot. Ich hätte vorher noch nach oben müssen. Ja, okay, sorry. Mein Fehler. So, aber jetzt. Und weiter im Programm. Ja, ihr glaubt wohl, Carol wäre die schnelle... Fuck. Alter, ich hasse diese behinderten Kanonen. Vor allem, wenn ich gerade in der Luft bin, dass es mich immer treffen muss. Shit. Weg da. Aber ihr dachtet wohl, Carol... was sag ich? Ihr dachtet wohl, Lilac wäre hier die schnelle... Ja. Dann guckt euch mal Carol an, wie die auch ganz schön abgehen kann. Nein! Oh ja, dass der ausgehen kann, ist der bei so einer scheiß Laserkanone sein muss. Was sollte ich denn dagegen machen, ne? Jetzt halt. Verpiss dich! So, da kann man ausweichen. Ich sehe schon, wofür das ist. Und das Ding hier. Räume mich am besten aus dem Weg, weil das wird bestimmt. Das nervt bestimmt nur unnötig. Oder ich lasse es einfach weiterfahren, damit ich mir die Energie einsammeln kann. Ja, geht halt ab mit euren Gegnern hier. Oh nee, da kommt der auch noch. Den kann man natürlich auch nicht entwischen. Natürlich, wieso auch? Mann, verpiss dich! Boah, geht halt ab mit euren Gegnern! Toll, Schild auch wieder weg. Alter.
Verschwinde da oben weg. Oh Mann. Aber komm nicht zu mir runter, wollte ich gerade sagen. Endlich. Ich wollte mir das Motorrad holen. Verdammt doch mal. Oh Mann. Ja, ein weiterer Fliegenschiss und das war's wieder für mich. Oh nein. Oh Mann. Hilfe. Nein. Carol, du sollst nicht am Bänden hochfahren. Und die Gesetze der Physik brechen. Ah, fuck, Alter. Das ist echt nicht euer Ernst. So. Ja, hätte ich auf das Rufzeichen achten müssen. Alter. Wenn diese Kanone mich erstmal trifft, dann... Das ist so viel Leben, das hasse ich. So. Geh weg. Verschwindet ihr blöden, behinderten Spasten. So, wieder fast Full Energy und auf das Motorrad. Und alles aus dem Weg räumen. Yeah! Wow. Und weg. Nein. Nicht der. Verdammte Kacke. So, Energie holen. Und bloß weg hier. Alter. Ja. Geht er echt voll ab hier mit euren Gegnern. So. Nein, hör auf. Carol, hör auf. Mitten zu fahren. So. Oh. Das hat man überstanden. So, jetzt können wir hier gechillt weiter rasen. Yeah. Das ist wieder ein Abschnitt, den ich liebe. Schlüsselkarte und weiter geht das. Jetzt geht's wieder voran. Endlich. Wow. Ich hätte nicht mit dem Typ nicht gerechnet. Ja, das Alien hat mich vorher noch erschreckt, so. Oh, oh, oh. Jetzt bloß nicht wieder das Motorrad verlieren. Diese Flammenwerfer gehen aber auch echt gemein ab. Okay, dann los. Nein! Wieso? Oh Mann. Tatsächlich. Dann werden wir also auch gegen Lord Brevin mit Carol antreten? Toll. Bin ich mal auf die Sequenz dazu gespannt. Aber immerhin glaube ich, dass ich jetzt mit Carol da besser gegen die Angriff vorgehen kann, mehr oder weniger. So. Ja, müsste gehen. Oh Mann. Aber jetzt kommt das Sprichwort Hund und Katz. Also Katz und Hund. Das ist richtig zum Einsatz. Ja, weil jetzt zacken sich hier gerade ein Hund oder eine Katze. Allerdings ist der Hund ein bisschen mutiert. Aber nur ein bisschen, naja. Dann machen wir was vor. Das Vieh ist extrem mutiert. Die arme Miller ist extrem mutiert. Wie diesen behinderten Spaß von Lord Brevin. Aber bisher schlage ich mich ganz gut. Ich kann also nicht sagen, dass ich... Au. Okay, ja. Ich sollte nicht die Klappe so weit aufreißen. Okay. Geht ganz gut bisher. Letzte Phase, oder? Ich sehe jetzt gerade ihr Gesicht nicht. Au. Nein. Wie viel... Das ist noch lange entfernt von der letzten Phase. Aber jetzt, die letzte Phase. Da muss ich sie jetzt besiegen können. So, da feuert sie noch. Oh Mann. Oh, ja, ja, ja. Bin ein bisschen angespannt, aber ich möchte das auf jeden Fall hinbekommen. Come on. Ah, nein. Der letzte Treffer. Fuck. Das wird spannend. Krieg ich das hin? Yes! Im First Try, Baby, aber... Wie wird Carol jetzt da reagieren?
gotta be kidding me. That's it! Okay. Es wird also mit Carol genauso sein. Okay, letzte Runde von Final Dreadnought. Das machen wir noch, aber den Bosskampf verschieben wir dann auf den nächsten Part. So machen wir das. Ich glaube, mit Carol wird das jetzt einfach einfacher werden, da wir jetzt Wandsprünge mit ihr verführen können. Da kommen wir ganz schnell durch diese Stage, weil die hat mich damals so ein bisschen... Ist mir damals auch ein bisschen auf den Nerv gegangen, weil man da ein paar Sprungskills vonnöten hat. Weil da einiges an guten Sprungskills vonnöten waren, um da durchzukommen. Das ist jetzt nicht mehr so erforderlich, da man jetzt auch Wandsprünge machen kann. Zum Glück, ey. Weil das hätte mich ohne weiteres extremst abgenervt mit der Zeit. Ja, ab und zu muss man schon ein bisschen geschickt agieren hier. Aber ansonsten ist es noch im Rahmen, muss ich sagen. Also, es ist nichts Ernstes. Könnte schlimmer sein. Ja, das ist mal da bin ich schon schnell da durchgekommen, durch die erste Phase. Muss jetzt halt nur auf die Kanonen aufgeben. Und vor allem auf die Dinger hier. Genau, das ist die Stelle, wo man jetzt auf keinen Fall die Teleporter berühren darf. Sonst landet man wieder ganz unten. Da muss ich schon geschickter vorgehen beim Springen. Aber wirklich... Oh Mann. Hä? Soll ich denn das jetzt... Okay. Mein Fehler, weil das ist... Die Stelle ist ja nur für Mila. Mila für... Für Lilac gedacht. Oh oh. Ja, die auch. Okay. Aber jetzt habe ich's. Ja, das ist ein Pipifax. Das ist extrem easy. Oh Mann. Ja, den räume ich am besten aus dem Weg, weil der dürfte mich dann nur unnötig auf die Nerven gehen. So, ja. Genauso würde ich das sehen. Und mir gleich auch das Schild holen, wenn ich schon dabei bin. Und weg. Alter. Oh Mann, zwei von denen. Zwei von diesen Springböcken. Oder... Oh Mann. Shit. Oh mein Gott. Das ist heftig. Okay, nicht zu weg hier. Jetzt kommt der Laser wieder. Dieser Riesenlaser. Boah, das Geräusch gehört. Oh Mann. Also die Kanone sollte man auf jeden Fall aus dem Weg kommen, weil die ist echt am gefährlichsten. Risiko! Ich wollte gerade sagen, das dauert ziemlich lang, bis das hier aktiviert. Puh. Bloß aufpassen, Mann. Bloß aufpassen. Ich weiß nicht, ob der Laser mich sofort killen kann, aber bestimmt macht er jede Menge Damage. Hm. Bin ich mir natürlich noch unschlüssig gewesen. So, Schild. Ey! Verpiss dich! Oh, oh, schneller! Okay. Ah! Oh. Die können genau ziehen, diese verdammten Kanonen. Schneller! Was ist ein Fehler? Au, oh, Mann! Boah! Verpiss dich! Okay. Und weiter. Hm. Aber die Laserkanone klingt echt, als würde sie schreien oder so. Ja. Das hört sich echt komisch an. Oh Mann. Immerhin ein neues Schild. Das ist gut. Das ist so schade, dazu sind noch den Gegnern. Oh Mann, also hier an die Hecke stehen bringt nichts. Das Ding trifft mich auf der Stelle. Darauf falle ich immer wieder rein. So. Schnell, schnell, schneller. Unter da. Und weiter geht. Wo ist hoch, hoch, hoch da? Oh, nicht so hoch. Au. Ja, da geht das Schild dahin. So.
Nein, nein, nein. Das lässt du lieber bleiben. Okay, wir sind bald oben. Wir müssen bald da sein. Oh Gott. Viel zu viele Sachen hier. Oh, der Hell. Ist klar. Was sollte ich das sofort wissen? Oh oh. Wir sind gleich beim Finale. So, jetzt werden wir vorher noch gesnipert. Alter Schwede. Okay. Das war eine Finale. What you did is unforgivable. I have no use for forgiveness, especially from someone who puts my homeworld at risk for an oversized battery. I offer you one final chance. Leave. Now. No! You're dead! So be it. Es ist echt kaum zu fassen. Mit Carol tatsächlich noch gegen Brevin. Also da hätten sich aber die Entwickler schon etwas mehr Einfallsreichtum einfallen lassen sollen. Dass man mit Brad Carroll auch einen anderen Endboss bekommt. Aber ich kann darüber nicht klagen, denn es geht ja darum, dass ich jetzt nämlich auch einen anderen Spielstand beginnen musste. Nachdem ich mit Lilac gespielt habe, konnte ich aber jetzt nicht mehr, selbst wenn ich den Story-Modus noch mit Lilac von Anfang an beim Dragon Valley bestreiten würde, kann ich jetzt nicht mehr, Da kann ich mich dann nicht mehr umentscheiden zum anderen Charakter. Da muss ich einen neuen Spielstand auswählen. Weil, vielleicht haben einige von euch jetzt geglaubt, dass ich das Spiel nochmals einen neuen Spiel Plus gespielt hätte, aber nein. Nein, nein, ich habe das nicht mehr von vorn begonnen, denselben Spielstand. Ich habe einen brandneuen Spielstand wieder beginnen müssen. Und ja. So, kommt es anscheinend, dass man auch ungefähr dieselben Bosse bekämpfen muss. Naja, aber mit Miller wird es bestimmt ganz anders sein, weil ich denke nicht, dass man da jetzt wirklich überall dasselbe spielen muss. Ein paar Stages muss man natürlich schon, ein paar Stages werden zwar schon dieselben sein, aber nicht alles. Wir werden es noch sehen, aber auf jeden Fall erwartet uns im nächsten Part das Finale der Carol Story, bevor wir dann übernächsten Part mit Miller durchstarten werden. Bis dahin, oder Mila, wie man es auch immer ausspricht. Bis dahin bedanke ich mich fürs Gucken, freut euch schon auf das große Finale gegen Lord Brevin. Ein weiteres Mal werden wir ihn jetzt in den Arsch versohlen. Wird es uns gelingen? Bleibt dran und seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush45E9. Bis zum nächsten Part von Let's Play Freedom Planet und Daumen hoch, wenn es gefallen hat, wenn ich es nicht erwähnt haben soll. Und auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know.